Ja, guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Online-Veranstaltung zur Geschichte des ersten Flughafens in Schönefeld und der Flugzeugproduktion und Zwangsarbeit bei der Firma Henschel. Die Betreiberfirma des neuen Flughafens in Schönefeld, die Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH, hat Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der Erforschung der Geschichte des Flughafens in Schönefeld beauftragt. Entstanden ist eine Publikation mit dem Titel, ich zeige es hier mal, im Dienst des nationalsozialistischen Krieges, der erste Flugplatz in Schönefeld. Und wir möchten heute diese Publikation und die relevanten Forschungsergebnisse vorstellen. Bereits 1933 begann die Firma Henschel dort in Schönefeld mit dem Bau eines Flugplatzes und eines Flugzeugwerks. Ab 1936 produzierte Henschel dort Flugzeuge, zunächst in Lizenz und später auch eigene Maschinen. Ebenso erprobte man dort ferngelenkte Flugkörper. Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde eine zunehmende Anzahl von Menschen aus den besetzten Gebieten zur Arbeit bei Henschel in Schönefeld gezwungen. 1943 waren es bereits über 5000 Männer und Frauen, die vor allem aus der Sowjetunion und Polen kamen und dort im Werk in Schönefeld Zwangsarbeit leisten mussten. Es waren zunächst zivile Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen sowie Kriegsgefangene und ab 1944, wie an vielen anderen Orten auch, wurden hier KZ-Häftlinge eingesetzt. Ein Autor und eine Autorin der Studie, Professor Dr. Christoph Bernhard, der zugeschaltet ist, und Dr. Stefanie Brünenberg hier vor Ort, werden heute Abend ihre Forschungsergebnisse vorstellen. Und ich freue mich sehr über beide. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass Dr. Lutz Butras ebenfalls zugeschaltet die heutige Veranstaltung nicht nur moderieren wird, sondern auch das Beispiel Henschel in Schönefeld in einen breiteren Kontext der Geschichte der Luftrüstung im Nationalsozialismus einbettet. Und ich möchte Dr. Butras ganz kurz vorstellen. Er hat Volkswirtschaftslehre, Mathematik, Sozialwissenschaften, vor allem aber natürlich Geschichte studiert. Er war an zahlreichen Forschungsprojekten beteiligt, beziehungsweise hat diese geleitet, unter anderem zur Geschichte der Rationalisierung in der Zwischenkriegszeit, zur Geschichte der Treibstoffsynthese und insbesondere zur Geschichte der Deutschen Lufthansa AG und anderer Unternehmen. Dazu hat er auch umfassend publiziert. Bevor ich Ihnen, lieber Herr Butras, das Wort übergebe, möchte ich ganz herzlich Sabine Deckwert begrüßen, die Pressesprecherin der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH, und möchte Ihnen, liebe Frau Deckwert, die Gelegenheit geben, aus Ihrer Perspektive das Forschungsprojekt vorzustellen. Bitte. Genau. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann über die Einladung und ich freue mich auch sehr, dass unser Buch auf so ein Interesse stößt, dass Sie das hier heute Abend vorstellen. Wunderbar. Vielleicht darf ich dazu noch mal sagen, wie das entstanden ist. An unserem Flughafen, bei der Flughafengesellschaft alleine arbeiten rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein großer Teil davon in Schönefeld alt. Das kennen Sie vermutlich gar nicht. Das sind die alten Henschel-Werke, die liegen hinter dem Terminal 5. Da kommt eigentlich kein Passagier vorbei. Und viele gehen halt da Tag ein, Tag aus in diese alten Backsteingebäude, ich selbst auch, und oder in die Kantine gegenüber. Und das war eben früher das sogenannte Kameradschaftshaus. Und wir haben uns als Flughafengesellschaft gesagt, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen doch mal erfahren, was hier eigentlich mal war. Und wir wollen uns dieser Geschichte stellen. Das hat ein paar Jahre gedauert. Dieses Projekt haben wir dann angefasst, unser Flughafenchef, Herrn Lütke-Dahldrup. Mit so einer Geschichte ist ja auch, geht auch nicht jeder so gerne um. Es ist auch schwierig in der Aufarbeitung. Und umso mehr sind wir jetzt begeistert, dass wir so hervorragende Autoren haben, gewinnen konnten und auch das Buch so hervorragend geworden ist, dass unsere Mitarbeiter, alle Mitarbeitenden uns das aus den Händen gerissen haben. Die erste Auflage ist weg. Ich habe, glaube ich, noch 5 Bücher. Der Rest ist verteilt. Wir wollten das auch explizit erstmal für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Und ich kann jetzt nur sagen, also mich haben auch Buchhandlungen angerufen, weil sie das wollten. Es kommt bald in den Handel. Wir sind auf gutem Weg. Die Druckvorlage ist fertig. Und dann kann man das erwerben. Dann hat das eine ISBN-Nummer und dann können die Menschen das auch kaufen, wie wir das versprochen hatten. Hat ein bisschen gedauert.
Aber jetzt geht das voran und insoweit wünsche ich jetzt allen, die hier zuhören und die hier sprechen, einen wunderbaren Abend. Es ist echt ein sehr interessantes, ein informatives, ein spannendes Buch und es ist mir eine große Freude, dass das jetzt hier vorgestellt wird. Dankeschön. Ja, wunderbar. Dann bin, glaube ich, jetzt dran. Also das heißt, meine Aufgabe ist jetzt zunächst mal, die beiden Autoren vorzustellen, die dann gleich auch eine kurze Darstellung, eine kurze Präsentation machen werden über ihre über das Projekt, ein bisschen zeitversetzt, also, aber das will ich jetzt gar nicht näher ausführen. Also zunächst Frau Stefanie Brünnenberg ist Architektin, hat an der Bauhaus-Universität in Weimar studiert, ist Dr. Ing, da sind wir, erstarren wir ja immer vor Ehrfurcht, und hat also dann 2019 an der TU Darmstadt bei Werner Durth promoviert. Das ist ganz wichtig, weil Durth ja wahrscheinlich die ganze Diskussion über Architektur und Nationalsozialismus vor langer Zeit losgetreten hat. Ihre Dissertation ist erschienen 2021 unter dem Titel Stadtbaukunst zwischen Tradition und Moderne. Dabei geht es hauptsächlich um eine nachkriegsmoderne und die nachkriegsmoderne Städtebautheorie und den Umgang mit den zerstörten historischen Städten. Sie ist seit 2019 Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung in Erkner. Ihre Forschung da und auch generell befasst sich hauptsächlich mit Geschichte sowie Theorie von Architektur und Städtebau des 20. Jahrhunderts, insbesondere in der DDR. Und an diesem Institut, also in diesem Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung, ist auch Christoph Bernhard. Er ist sogar stellvertretender Direktor dieses Instituts und gleichzeitig außerplanmäßiger Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Humboldt-Universität. Und das wird man nur, wenn man auch Geschichte studiert hat. Seine Forschung widmet sich hauptsächlich der europäischen Stadt- und Umweltgeschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts sowie der Geschichte Berlins und der Geschichte der besonders der Geschichte der nationalsozialistischen Bau- und Wohnungspolitik in Berlin. Er hat jetzt vor kurzem ein Projekt abgeschlossen, zusammen mit Harald Bodenschatz, auch in diesem Forschungsbereich ein großer Name, zum NS-Städtebau, das wohl demnächst dann auch erscheinen wird. Also das nächste Buch ist schon in Arbeit. Ich glaube, das war alles. Ich gebe Ihnen das Wort, Herr Bernhard. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Butras. Auch ganz herzlichen Dank, Frau Klauning. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute das Buch und ein paar seiner Ergebnisse vorstellen können. Vielen Dank auch, Frau Deckwert. Ja, ich würde sagen, wir könnten gleich beginnen, indem Sie die PowerPoint starten. Und alles Weitere erzähle ich dann. Dann müssen wir mal gucken, ob das technisch alles klappt. Ja, ich kann nur hoffen, dass jetzt alle Teilnehmer die PowerPoint sehen. Ich muss um Entschuldigung bitten, dass ich wegen besonderer Verhältnisse technischer Art bei mir jetzt meine eigene Kamera mal abstellen musste, weil ich mich selber nicht sehe und das dann etwas ungünstig ist. Aber ich glaube, da die Folie im Vordergrund steht, jetzt bei diesem Vortrag zunächst mal, können Sie auf mein Gesicht verzichten. Ich komme nachher dann wieder rein. Ja, also der Ausgangspunkt, den hat Frau Deckwert geschildert, war, dass auf dem heutigen Gelände der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH und auch in ihren Verwaltungsgebäuden früher die Henschel Flugzeugwerke AG produziert haben. Und zwar sind diese praktisch Kontinuitäten oder jedenfalls baulichen Zeugnisse bruchlos erhalten. Sie sehen rechts oben das Verwaltungsgebäude, damals der Henschel-Werke, heute der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH. Und links oben sehen Sie das Zwangsarbeiterlager 5, das ist ja auch auf der Einladung des Dokumentationszentrums gezeigt, das wir sozusagen entdeckt haben und auf das wir auch ein bisschen die Aufmerksamkeit lenken wollen. Ich möchte jetzt kurz, bevor wir ins Inhaltliche gehen, nochmal den Ablauf unserer Präsentation erläutern. Ich wollte zunächst mal
einige Bemerkungen zu den Zielen und Bedingungen dieses Projektes und des Buches geben. Das kann ich jetzt abkürzen, gleich nachdem Frau Deckwerth schon etwas dazu gesagt hat. Dann gebe ich einige Stichworte zu wesentlichen oder ausgewählten Aspekten der Rüstungsproduktion am Standort, denn diese hat auch die Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen vor allem der Zwangsarbeiter natürlich mitbestimmt. Dann wird die Kollegin Stefanie Brüdenberg übernehmen und im Wesentlichen eine Baugeschichte der Gebäude, des Geländes, der Produktionshallen, Verwaltungsgebäude und so weiter zunächst skizzieren und dann ausgehend von Angaben zur Entwicklung der Belegschaft, die ja bis auf 15.000 in der Kriegszeit dann stieg, darunter eben diese bis oder mehr als 5.000 Zwangsarbeiter, insofern ein großes Unternehmen mit vielen Zwangsarbeitern. Und dann wird sie auch auf die Architektur und die physischen Bedingungen dieser Lager und Baracken für die der Zwangsarbeiter eingehen, bevor ich dann am Schluss noch mal ein paar Stichworte zu den Arbeits- und Lebensbedingungen der Zwangsarbeiter nennen werde. Ich hoffe, wie gesagt, meine technischen Bedingungen sind etwas speziell, aber da ich jetzt bisher nichts höre, gehe ich mal davon aus, dass Sie mich alle hören. Gut, dann kommen wir zur nächsten Folie. Ich muss jetzt das ein bisschen spontan abkürzen, weil ich habe das mit Frau Deckwerth nicht mehr absprechen können. Also ja, die Intention der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH war, für ihre eigenen Beschäftigten vorrangig dieses Buch und diese Forschung zu produzieren und dann auch die Vorgabe, etwas eben populärwissenschaftlich aufzuarbeiten, ausgehend von dem Gelände. Das ist ganz wichtig, dass wir das sozusagen im Kopf behalten. Ursprünglich gab es ein Gespräch zwischen unserem Kollegen Harald Bodenschatz, der ebenso wie Andreas Butter mit zum Autorenteam ganz prominent gehört. Und er kam eben mit Herrn Lütke Dahltrup ins Gespräch, unter anderem ausgehend auch von diesem Sturzkampfbomber, den Sie auf der rechten Seite dieses Buchcovers sehen, der nämlich eine Reklame der Henkel AG zeigt, wo sie sich mit brüsten, dass sie, ich zitiere, einen Sturzbomber im Angriff auf rotspanische Kriegshäfen oder Kriegshafen dort zeigen. Das heißt, ein Henkel-Bomber sind schon im Spanischen Bürgerkrieg zur Unterstützung des Putschisten Franco dort eingesetzt worden und damit haben die sich eben gebrüstet und da gab es eben diese Verbindungslinie, das hat den Harald Bodenschatz dann sensibilisiert und so kam es ursprünglich zu diesem Projekt, was ein knappes Jahr dauerte unter Corona-Bedingungen, also insofern ist das keine, sagen wir mal, Habilitationsarbeit, die jahrelange tiefschürfende Forschung etwa ja, möglich gewesen wäre. Wir haben aber aufbauen können, zuallererst auf, ich nenne es stellvertretend zwei, die Forschung eben von Lutz Butras, der hier mit im Raum ist. Ich sage es mal verkürzt zur Luftfahrtindustrie und auch zur politischen Geschichte der Luftfahrtindustrie im Nationalsozialismus. Da haben wir sehr von profitiert. Und dann von der ganz anders gelagerten Forschung von Horst Materna, der mehr die technischen und ja, luftfahrtgeschichtlichen Perspektiven im engeren Sinne für Schönefeld aufgearbeitet hat. Also da konnten und mussten wir auch zurückgreifen. Aus unserer Sicht besteht der wesentliche eigene Beitrag in dieser Perspektive auf die Bau- und Planungsgeschichte, auf die räumlichen Dimensionen vor Ort in Schönefeld, von denen ausgehend dann aber natürlich auch wichtige Informationen über die Lebensbedingungen der Zwangsarbeiter, die Auslegung der Baracken und so weiter, dann wieder in den Blick bekommen. Also, es geht darum, unter anderem die Lage,
die Baugeschichte, auch die Demontage der einzelnen Gebäude und Hallen sichtbar zu machen. Wir haben dazu, wie gesagt, unter den Corona-Bedingungen der Jahre 2021, unter anderem im Henschel-Archiv, ich komme jetzt auf die Quellen also zu sprechen, die Monats- und Bauberichte eingesehen. Wir haben zeitgenössische Zeitschriften angeschaut, ausgewählte Akten aus dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv und wir haben versucht, die vorliegenden Zeitzeugenberichte daraufhin auszuwerten, was sie gezielt und genau zu den Schönefelder Verhältnissen sagen. Und dieses Buch, was dabei eben rausgekommen ist, hat etwa 100 Seiten, ist relativ schön reich bebildert und hat ein Hardcover und hat schon einen wissenschaftlichen Anspruch. Es ist also keine Unternehmensschrift oder eine reine, sag ich mal, bebilderte Zusammenfassung. Gut, damit wären wir der Vorrede genug und ich komme dann zu einigen Stichworten der Rüstungsproduktion in Schönefeld. Die Firma Henschel und Sohn AG, also die Mutterfirma der Flugzeugwerke AG, war eine alteingeführte, eingesessene Firma in Kassel, die mit dem Bau von Lokomotiven groß geworden war, seit dem späten 19. Jahrhundert, sich in den 20er Jahren dann erweiterte mit dem Erwerb anderer Lokomotivabteilungen und auch die Produktion von Autobussen und LKWs ausbaute. Oskar R. Henschel war seit 1924 der Chef des Konzerns und er hat sich dann ab 1932 um den Einstieg in die von der Reichsregierung und dem Reichsverband der deutschen Luftfahrtindustrie zunächst noch geheim betriebenen Aufbau einer leistungsfähigen Luftfahrtindustrie und Luftrüstung eingeschaltet und um einen Einstieg bemüht. Er hat also dann schon wenige Tage nach der Machteroberung der Nationalsozialisten und der Ernennung Hermann Görings zum Reichskommissar für die Luftfahrt im Februar 1933 ein Gespräch mit Göring und seinem Staatssekretär Erhard Milch führen können, die ihn nachdrücklich zu der Gründung einer eigenen Flugzeugfirma ermutigt haben, die dann auch am 30. März 1933 vollzogen wurde. Bekanntlich wurde ja dann am 1. Mai 1933 das Reichsministerium für Luftfahrt und mit Göring eben als Minister begründet. Von dort wurde den Henschel Flugzeugwerken bereits im Sommer 1933 Aufträge in Aussicht gestellt, sodass die Werke dann tatsächlich auch schon recht schnell zunächst auf eigenes Risiko mit einer eigenen, mit eigenen Konstruktionsabteilungen begannen. In größerer Serie wurde vor allem ein Sturzkampfbomber, der HS-123, produziert. Sie sehen ihn links unten. Die haben immer diese Abkürzung HS, steht also für Henschel. Es gab dann noch ein anderes, sozusagen besonders wichtiges Flugzeug, das auch im Krieg eine größere Bedeutung erlangte, nämlich ein zweimotoriges gepanzertes Schlachtflugzeug HS-129, von denen nach etwas differierenden Angaben aber über 1200 Stück produziert wurden. Aber Henschel, und das macht die Firma und das ganze System der Flugzeugproduktion in dieser Zeit aus, hat nicht etwa nur eigene Flugzeuge produziert, sondern in der Folgezeit auch Lizenzproduktionen, insbesondere der Dornier Do 23 und 17, Do 17, in hoher Zahl produziert und dann besonders der Junkers Ju 88, eines der wichtigsten Kriegsflugzeuge im Zweiten Weltkrieg und Nationalsozialismus. Dafür würden andere die Produktion von der HS-126 von Henschel sogar ausgelagert zu einer anderen Flugzeugfirma, Argo, nach Oschersleben. Also das war eine sehr flexible, arbeitsteilige und hochgradig vernetzte Luftfahrtindustrie. Herr Budras hat das ja im Einzelnen
auch noch weiter gezeigt. Die Abbildung rechts unten zeigt eben eine Junkers Ju 88 in der typischen Pose der damaligen Rüstungsproduzenten. Über 2600 von diesen Flugzeugen sollen die Hallen der Henschel Flugzeugwerke verlassen haben, und damit war sie das meistproduzierte Modell in Schönefeld. Es gibt noch ein, zwei andere hervorstechende Dinge zu erwähnen. Das eine habe ich indirekt angedeutet. Das war die zentrale Rolle des Reichsluftfahrtministeriums für die Produktion. Es gab also ganz klare Direktiven und Anweisungen an die einzelnen Unternehmen, was sie zu produzieren hätten, zum Teil dann im Zweiten Weltkrieg im Rahmen eines Reichsverteidigungsprogramms. Trotzdem, und das wurde auch intern herausgestellt, geschah das in Verbindung mit einem scharfen Konkurrenzprinzip, wo also Ausschreibungen erstmal zwischen den Firmen gestartet wurden, bevor dann eine bestimmte Beauftragung erhielt. Also ein besonderer komplexer, arbeitsteiliger Konglomerat, sagen wir es mal so. So, nächste Folie. Darüber hinaus hat das Werk in Schönefeld auch besonders modern produziert. Es hat die im Fahrzeugbau erprobte Fließbandproduktion auf den Flugzeugbau übertragen. Dafür hat die große Flexibilität der Hallennutzung gute Bedingungen geschaffen, und auch dadurch war die Umstellung auf die Produktion von Komponenten fremder Marken gut zu leisten. Also es war ein sehr modernes Unternehmen, was man in gewisser Weise, wo in der Forschung gesprochen wird, im Sinne einer fordistischen Henschel-Philosophie immer nach einer Reduzierung des Montageaufwandes strebte. Sie sehen links unten eine Halle, wo es die Montage der Flugzeugrümpfe, muss man im Plural sagen, auf einer Montagestraße stattfand, wo am Schluss dann auch die Flugzeugmotoren eingebaut wurden. Eine weitere Besonderheit oder jedenfalls ein besonderes Interesse und ein Ehrgeiz des Unternehmens war die Generierung militärtechnischer Innovationen, die auch über den Flugzeugbau hinausging. Henschel hat sich also bemüht, zahlreiche Erfindungen zum Patent anzumelden, etwa eine Höhendruckkammer, eine Streckziehpresse, eine beschussfeste Kabinenverglasung. Wir sind wahrscheinlich alle nicht die ganz großen Fachleute, um die Bedeutung dieser Patente zu ermessen, aber in der Selbst- und Fremdwahrnehmung war das ein sehr innovatives Unternehmen, bei dem dann auch im Krieg Lenkwaffensysteme, also der Raketenbau, eine wichtige Rolle spielten unter Leitung eines sehr, sagen wir mal, profilierten Ingenieurs Herbert Wagner, wurden diese Gleitbomben HS-239, die ferngesteuert werden konnten oder sollten, gebaut. Man denkt unwillkürlich schon auch an den Krieg in der Ukraine, wo solche Raketen ja heute in ganz anderem technischen Standard dann wohl eingesetzt sind. Immerhin wurden da bis zu 1200 Exemplare produziert, auch wenn sie nicht unbedingt so diese kriegsentscheidende Rolle spielten. Aber es war eine technische Innovation, an der wesentlich mitarbeitete der Computerpionier Konrad Zuse, der also auf der Gehaltsliste der Schönefelder Henschel-Werke standen und mit seinem Rechner S1 1942-43 auch an der Optimierung dieser ferngelenkten Gleitbombe HS-293 mitarbeitete. Das fanden wir doch einen ganz relevanten Faktor, weil Zuse ja sozusagen ein großer Mythos ist. Ja, jetzt vielleicht noch als letzte oder vorletzte Bemerkung, bevor ich dann zu Stefanie Brünenberg übergebe. Die
besondere, sagen wir mal, dominierende und bestimmende Rolle des Reichsluftfahrtministeriums kam dann im Krieg auch nochmal dadurch darin zum Ausdruck, dass es eben Henschel die weitere Produktion seines letzten Eigenkonstrukts, nämlich dieses Schlachtflugzeugs Henschel HS-929, nicht mehr weiter genehmigte oder es nicht mehr weiter im Serienprogramm produzieren ließ, sodass das Unternehmen dann ganz auf die Zuarbeit, nämlich den Bau eines Tragflügels für die Messerschmitt Bf 109, also ein Flugzeug eines anderen Unternehmens, umschwenkte, für das dann eine Bandstraße für ungelernte Arbeiter in Betrieb genommen wurde. Und das schlägt auch den Bogen zu diesen Zwangsarbeitern, dass praktisch die Strategie, möglichst Fließband und moderne serielle Produktion zu entwickeln, auch immer die Nachfrage nach dem Qualifikationsprofil der Arbeiter natürlich mitbestimmte. Und je weiter technisiert das war, das lässt sich nur mit Einschränkungen so sagen, desto eher ließen sich auch ungelernte Arbeiter zumindest an manchen dieser Bandstraßen dann einsetzen. Noch letztes Bild, bevor ich dann zu Stefanie Grünberg übergebe. Sie sehen jetzt hier nochmal einen Blick von oben praktisch auf das Gelände. Links die Karte zeigt, dass die damaligen Henschel-Werke eben im Nordwesten des heutigen Flughafengeländes liegen, gleich bei dem Dorf, damaligen Dorf Schönefeld. Und verschiedene, also große Bedeutung hatten unter anderem diese Verbindung in den Süden am unteren Bildrand zur Luftfahrterprobungsstelle Diepensee. Dort ging auch eine Wirtschaftsbahn hin, denn diese ganze Eisenbahninfrastruktur für den Bau der Werke war ganz wichtig. Und rechts, von rechts unten quer durchs Bild, läuft eben diese wichtige Ausfallstraße Richtung Rudow nach Berlin, wo es auch eine Straßenbahn gab. Also diese Verbindungen, die für den Aufbau und die Produktion des Werkes zentral waren, sind hier ganz wichtig. Und Sie sehen dann eben ziemlich in der Bildmitte der Karte dieses Dreieck an Lande- und Startbahnen, zweimal 825 Meter und einmal 960 Meter sind da in einer Art Dreieck angeordnet. Und auf dem rechten Bild, das kann ich kurz machen, ist das nochmal als Luftbild aus nordwestlicher Sicht zu sehen. Sie sehen also ganz oben rechts wieder dieses Luftfahrterprobungsstelle Diepensee und dann etwas links unterhalb der Mitte das große, die große Produktionshalle 12. Aber zu diesen und anderen Fragen wird jetzt Stefanie Grünberg uns im Detail informieren. Dann gebe ich weiter. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank auch von mir, dass ich heute hier vortragen darf, hier vor Ort auch. Es ist sehr spannend, nach 2 Jahren Homeoffice mal wieder vor Menschen zu stehen, jedenfalls so teilweise. Ich werde nun diesen architektur- und bauhistorischen Teil unserer Forschung vortragen, möchte aber zu Beginn nochmal betonen, dass die Standortsuche für Schönefeld gar keine so einfache Sache war. Man hat insgesamt 19 verschiedene Standorte in den Blick genommen und sich im Juli 1934 eben auf Schönefeld konzentriert, dann hier mit der Nummer 16 bezeichnet. Die meisten anderen Standorte fielen eigentlich aus bodenrechtlicher oder infrastruktureller Argumentation aus. Und auch in Schönefeld gab es ein Grundstück, das eigentlich einem Bauern gehörte, dem Bauern Wrede. Er hatte das seit Jahren schon bestellt. Und die Enteignung seines Grundstückes erfolgte tatsächlich erst ein Jahr später, also im Sommer 1935. Die Enteignungsurkunde wurde unterzeichnet von Adolf Hitler und Hermann Göring persönlich, was nochmal die Bedeutung der Henschel Flugzeugwerke für die Rüstungspolitik hervorhebt. Zu dem Zeitpunkt der Enteignung waren allerdings die Bauarbeiten schon in vollem Gange.
Der erste Spatenstich wurde im Oktober 1934 schon zelebriert und bis 1942 entstanden die hier in dieser schematischen Darstellung sichtbaren Gebäude. Wir konnten anhand historischer Fotografien, Kartenmaterial und Archivdokumenten aus dem Henschel-Archiv in Kassel, Herr Bernhard hatte es erwähnt, eben hier diese Baumassen rekonstruieren. Und die zeigen eigentlich, was für ein großes Gebiet und wie viele verschiedene Bauten wir hier haben. Die Flugzeugwerke waren auf einem etwa 4 Quadratkilometer großen Gebiet ausgebreitet. Deutlich zu erkennen ist hier wieder dieses Dreieck mit den Start- und Landebahnen, das natürlich hier unbebaut geblieben ist. Direkt daran schlossen sich die Produktionshallen, die Fertigmontagehallen. Aber das Zentrum der Anlage ist hier dieses charakteristische, diese zwei charakteristischen Riegel, die so ein Trapez aufspannen. Das ist der Verwaltungstrakt mit dem Kameradschaftshaus. Da drumherum gibt es noch einige kleinere Bauten. Am südlichen Ende, es ist immer ein ganz guter Orientierungspunkt, also am südlichen Ende des Gebietes in der Grafik jetzt oben ist die Lufterprobungsstelle in Diepensee, die mit diesen drei Riegeln immer ganz gut auf Plänen zu erkennen ist. Der heutige Flughafen des BER, Frau Deckwert hat es erwähnt, erstreckt sich dann noch weiter im Süden. Das wäre sozusagen außerhalb dieser Grafik und das Flugfeld wird heute als Terminal 5 für die Güterflugzeuge verwendet. Also für die Öffentlichkeit nicht mehr betretbar. Rot hinterlegt sind in dieser Grafik die Zwangsarbeitslager in direkter Umgebung der Werke. Auf diese würde ich näher eingehen, nachdem ich Ihnen jetzt kurz mal die Gebäude auf diesem Gelände vorstelle. Fangen wir an mit dem wichtigsten der Henschel Flugzeugwerke, nämlich den Produktionshallen. Diese Produktionsbauten entstanden direkt ab Oktober 1934. Das heißt, wir begannen mit der Halle 1 und der Halle 2. Ein Jahr später war dann das Holzlager 3 fertig. Und dann folgten eigentlich in schneller Folge die Hallen 4, 5 und 6. Letztere Halle, da zeige ich auch gleich noch ein kleines Foto, wurde im Januar 1936 an das Reichsluftfahrtministerium vermietet, das dort eine Ausstellung über den Stand der deutschen Motorenentwicklung realisierte. Ja, aufgrund der ständigen Produktionserweiterungen wurden dann 36 die Hallen 7, 8, das Materiallager 9, das befindet sich neben der Halle 2 und die Halle 10 errichtet. Und der Bau der größten Montagehalle, die Christoph Bernhard auch eben erwähnt hat, war im September 1939 abgeschlossen. Wie Sie auch an den Baumassen sehen, haben wir hier zwei verschiedene Typen an Produktionshallen. Einmal die Hallen für die Teilmontage und für die Fertigmontage. Die Hallen für die Fertigmontage hatten einen stützenfreien Raum mit einer Spannweite von 64 Metern. Das sind die Hallen hier unten, die Montagehallen 5 und 6 unten links zu sehen, die direkt am Flugfeld standen und als Fertigmontagehallen eben die Flugzeuge zusammensetzten. Daneben gab es noch diese Teilmontagehallen. Hier oben links ist die Halle 2 abgebildet mit den charakteristischen Dachlaternen. Rechts unten dieses eben schon erwähnte Bild von dem Innenraum der Halle 6, als es für die Ausstellung Gebt mir 4 Jahre Zeit, war sie betitelt, zur Verfügung gestellt wurde. Daneben gibt es eben auf dem ganzen Gelände, das konnten wir aus Kartenmaterial identifizieren, verschiedenste kleinere Bauten, in denen Einzelteile, Rohstücke oder andere Materialien gelagert wurden. Architekturhistorischer, vielleicht ein bisschen aufregender, sage ich mal, waren natürlich die Verwaltungsbauten und die öffentlichen Bauten. All diese Bauten, auch die Hallen, wurden geplant und entworfen vom betriebseigenen Architekten Otto Biskaborn. Er hatte schon in Kassel für den Mutterkonzern Gebäude entworfen und hatte hier den eigentlich quasi einen Auftrag als Corporate Identity, könnte man sagen,
die öffentlichen Bauten genauso wie die in Kassel mit einer Klinkerverblendung zu versehen, sodass eben Wiedererkennungswert vorhanden war. Daneben sollte laut Bericht in der werkseigenen Zeitschrift Henschel-Stern die Architektur der Flugzeugwerke, in Zitat, dauerhaft, sparsam und funktional sein und eben dem Ausdruck der neuen Zeit entsprechen. Dieser Duktus entspricht natürlich der nationalsozialistischen Rhetorik, die meist auf die Architektur dieser Zeit angewandt wurde. Der Grundstein für das Verwaltungsgebäude, Sie sehen es hier oben rechts im Bild, wurde im Januar 1935 gelegt. Später wurde es um das Kameradschaftshaus ergänzt. Hier unten links sehen Sie diesen heute noch gut zu sehenden Gebäudevorsprung dieses Kameradschaftshauses. Und diese bilden halt zusammen dieses asymmetrische Trapez und bilden da so einen Hof quasi aus. Die lange Reihe der Gauben beim Verwaltungstrakt im Dachgeschoss deutet einen sehr vereinfachten Regionalismus an, wie wir es in der Architekturgeschichte bezeichnen. Der Innenraum, hier unten rechts ein Blick in die Empfangshalle, war repräsentativ und hatte eigentlich auch laut Biskaborns Entwurfskonzept nur ein einziges Schmuckelement, und das ist diese Parole, die an der Wand hängt mit einem Zitat Adolf Hitlers, das besagt, der wahre Sozialismus aber ist die Lehre von der härtesten Pflichterfüllung. Ein Blick noch auf die Frontansicht des quergelagerten viergeschossigen Kopfbaus mit dem kreuzförmigen Grundriss. Dieser erinnert an rationalistische Bauten des italienischen Faschismus. Ehemals flankiert von Fahnenmasten und erschlossen von dieser Freitreppe, dominiert seine durchgehende, hartkantig ausgebildete Pfeilerkolonnade im Erdgeschoss den Vorplatz. Blicken wir mal auf die weiteren Gefolgschaftsbauten, wie sie damals hießen. Oben links sehen Sie ein Foto sozusagen aus dieser Pfeilerkolonnade auf den Vorplatz geschaut. Dort befand sich das Sicherheitsgebäude, das wiederum mit seinem Feuerwehrturm hier auch zu erkennen zwischen den beiden Kolonnadenpfeilern ein bisschen an so eine Dorfkirche erinnert. Im Werk wurde nicht nur produziert, sondern es war auch eine Ausbildungsstätte. Die Lehrwerkstätten oben rechts im Bild wurden feierlich im September 1937 eröffnet und dabei auch von der Deutschen Arbeitsfront zu einer, Zitat, vorbildlichen Berufserziehungsstätte erklärt. Auch gleich zu Baubeginn wurde noch das Wohnhaus für den Leiter des Werkes, Walter Hormel, errichtet. Das ist unten in der Mitte zu sehen. Daneben gab es noch Pförtnerhäuschen an den Werkseingängen und eben hier unten rechts diese Kraftwagenhalle, die auch eine Tankstelle beherbergte. Insgesamt hatte eben dieses ganze Gelände die Ausmaße einer Kleinstadt. Das Reichsluftfahrtministerium bezeichnete es schon 1935 als, Zitat, das modernste nach neuen Gesichtspunkten aufgebaute Flugzeugwerk. Weitere Zeitstimmen sind ebenso propagandistisch. In einer Veröffentlichung des Reichsverbandes der deutschen Luftfahrtindustrie vom Herbst 1983 hieß es über das Werk, ich zitiere nochmal, Halbheiten und Notlösungen wurden vermieden. Es wurde ohne Luxus, aber gediegen gebaut und die im Zweckbau mögliche Schönheit erkannt und zum Ausdruck gebracht. Zitat Ende. Das Ergebnis war laut Biskaborn ein Gesamtkunstwerk aus einem Guss. Heute sind die Ausmaße der Henschel-Flugzeugwerke kaum noch wahrnehmbar. Sichtbar sind noch, wie wir eben schon in der Einführung von Herrn Bernhard gehört haben, das Verwaltungsgebäude und das Sicherheitsgebäude sowie das Kameradschaftshaus. Das Direktorenhaus wird genauso wie diese Bauten von der Flughafengesellschaft genutzt und in der ehemaligen Lufterprobungsstelle in Diebensee sitzt heute der Berlin Aviation Service. Wir werden am Ende unseres Vortrags nochmal kurz auf die Nutzung des Schönefelder Flugplatzes nach 45 eingehen. Nun möchte ich aber mich dem Thema widmen, weswegen wir ja heute hier sind, nämlich den Orten in Schönefeld, die heute so gar nicht mehr präsent sind.
die Lager, in denen ZwangsarbeiterInnen, Kriegsgefangene und auch KZ-Häftlinge unterkamen, um für die Rüstungsproduktion der HFW zu arbeiten. Viele der nun folgenden Informationen konnten wir aus den im Henschel-Archiv in Kassel überlieferten Monatsberichten ablesen. In diesen wurden wirklich tagebuchartig alle Ereignisse rund um das Werk, um das Werksgeschehen, aber auch das Weltgeschehen für die betriebsinterne Berichterstattung festgehalten. Und so konnten wir einige Erkenntnisse auch zur Zwangsarbeit gewinnen. Sie sehen hier einen Lageplan mit allen uns bekannten Arbeitslagern in Rot markiert. Es gab insgesamt 6 Standorte für die Arbeitslager. Es ist aber leider nicht mehr ganz genau nachvollziehbar, wie viele Menschen unter eben diesen größtenteils unwürdigen Bedingungen in Schönefeld zum Arbeiten gezwungen wurden. Für die Jahre 1942 und 1943 haben wir geschätzte Zahlen in Höhe von 3.800 bis 5.300 Zwangsarbeitskräften. Im Verhältnis zu den gesamten Beschäftigungszahlen wird hier in dieser kleinen Grafik, die Beschäftigten sind in blau dargestellt, die Angaben hatten wir etwas genauer, wird eigentlich auch deutlich, welchen großen Anteil die Zwangsarbeitskräfte an der Arbeit in den Henschelwerken hatten. Dass die Anzahl der Beschäftigten in Schönefeld trotz kriegsbedingter Einsätze und wirtschaftlicher Schwächung Deutschlands bis Anfang 1944 auf fast 16.000 Personen anstieg, lag nicht zuletzt eben auch an dieser hohen Anzahl an Zwangsarbeitskräften, die in dieser Zeit fast ein Drittel der Beschäftigten in Schönefeld ausmachten. Schon 1938 wurden Vertragsarbeiter aus Österreich nach Schönefeld geschickt, um die Produktion zu unterstützen. Im Sommer 1939, und ich rede jetzt hier von Juli, August 1939, begann man erste Luftschutzmaßnahmen an den Produktionshallen vorzunehmen, nämlich Tarnnetze oder auch Tarnanstriche wurden dort angebracht. Nur wenige Wochen nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, am 19. September 1939, besichtigte der Oberbaurat Friedrich Hetzelt das Gelände in Schönefeld. Er gehörte der Organisation von Albert Speer, dem Generalbauinspektor, an und war für Barackenbauten zuständig. Sein Besuch in Schönefeld lässt darauf schließen, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt die Suche nach geeigneten Standorten für Zwangsarbeitslager begann. Dabei lehnte man im November 1939 noch die Unterbringung von polnischen Gefangenen in der nahegelegenen Gutsverwaltung aus Angst vor Sabotageakten ab. Nur ein halbes Jahr später trafen dann die ersten Zwangsarbeitskräfte aus dem Sudetenland ein. Es folgten im Sommer 1940 Kriegsgefangene aus Frankreich, ein Jahr darauf ungarische Arbeitskräfte und ab September 1943 dann italienische. Im Februar 1942 konkretisieren sich Pläne für ein Russenlager, auf das ich später nochmal genauer eingehen werde. Und nachdem am 9.11.1942 der 100. Fliegeralarm dokumentiert ist, begann man dann kurze Zeit später auch damit, Luftschutzmaßnahmen in den Lagern selbst vorzunehmen. Es handelt sich dabei um das Ausheben von Schutzgräben und eben auch Tarnanstrichen an den Lagerbauten. Dennoch wurden im Dezember 1943 bei Luftangriffen große Teile des Werkes, aber auch einige Teile der Zwangsarbeitslager zerstört. Am 26. Juli 1944 trifft dann noch ein Sturmbahnführer aus Ravensbrück ein und besichtigt die Halle 7, die man in der Zwischenzeit zu einem Art KZ-Lager ausgebaut hatte. Ab 1. September wird diese Halle als AL Henschel, als Außenlager des KZ Sachsenhausen bezeichnet. Ein kurzer Blick noch auf die Herkunft der Zwangsbeschäftigten. Wir haben die Daten netterweise aus einem Buch der Kulturlandschaft Dahme-Spreewald e.V. übernehmen können. Und hier zeigt sich das, was auch in der Einführung schon erwähnt wurde. Es gab über 5.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Die meisten kamen aus den besetzten Ostgebieten. Diese verschiedenen Nationalitäten wurden vor allem aufgrund verschiedener Rechte der ZwangsarbeiterInnen tatsächlich auch auf die verschiedenen Lager aufgeteilt.
Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass eins der Lager als Russenlager bezeichnet wurde. Wir haben auch Nachweise, dass im Lager 1, das ich gleich vorstellen werde, zwischenzeitlich ausschließlich Kriegsgefangene aus Italien und später auch aus Holland gehaust haben, sagen wir es mal so. Schauen wir uns nun die Lager im Detail an. Auf dem eigentlichen Werksgelände wurden schon im Juni 1940 erste Barackenlager errichtet. Das Lager 1 in direkter Nähe zum Werk war wohl im Juli 1940 im Großen und Ganzen fertiggestellt, wurde dann im Herbst mehrfach durch weitere Barackenbauten ergänzt, bevor man es im Januar 1941 wiederum mit Baracken für 500 Personen nach Nordost erweiterte und so das Lager 2 entstand. Das dortige Lager 2 weist eben in dieser Struktur eine sehr regelmäßige Aufstellung der Baracken vor, vor allem wenn man eben im Kontrast das rot hinterlegte Lager 1 sieht. Wir nehmen daher an, dass im Lager 2 nur Wohnbaracken standen und die Infrastruktur wie Waschküchen, Toilettentrakte oder sowas im Lager 1 mitgenutzt wurde. Wir hatten eben auch schon, glaube ich, erwähnt, dass Henschel ja nicht nur in Schönefeld selbst produziert hat, sondern einige Produktionen nach Johannisthal ausgelagert hatte. Auch dort gab es ein Lager für Zwangsarbeitskräfte, das als Lager 3 und 3a bezeichnet wurde. Dort wurden im Juli 1941 Baracken für 500 Personen hinbestellt. Diese wurden allerdings vermutlich bei einem Luftangriff im September 1943 zum Teil zerstört. Wir haben über dieses Lager tatsächlich keine weiteren Kenntnisse oder nur sehr wenige. Aber Sie sehen hier, dass dieses in der Lagerdatenbank des hiesigen Dokumentationszentrums Zwangsarbeit auch verzeichnet ist. Das Lager 4 ist das eben schon erwähnte sogenannte Russenlager, dessen Bau im Februar 1942 südlich der Lehrwerkstätten begann. Dort sollten 500 Personen unterkommen. Und wir haben hier einen Lageplan, wie diese Baracken wohl angeordnet werden sollten. Und man sieht an der unterschiedlichen Schraffierung der Bauten links die etwas dunkler gezeichneten Bauten sind Wohnbaracken sozusagen und rechts sind Versorgungseinrichtungen. Der Plan liegt in keiner sehr guten Qualität vor, aber wir konnten ein bisschen was entziffern. Es gab da eine Wäscherei, einen Küchentrakt und irgendwo steht auch Abortanlage. Auch dieses Lager wurde bei einem Luftangriff 43 zumindest zum Teil zerstört. Nur wenige Monate nach Fertigstellung dieses Lagers 4 entstand das Lager 5 nördlich des Werksgeländes an der heutigen Waltersdorfer Chaussee. Dort wurden 81 Baracken für bis zu 3600 Arbeiterinnen und Arbeiter errichtet. 1943 erhielten die dortigen Baracken Tarnanstriche. Im August 1944 wird in den Bauberichten der Henschel Flugzeugwerke festgehalten, dass man hier eine Leichenhalle eingerichtet hätte. Von diesem Lager sind tatsächlich heute noch bauliche Reste sichtbar. Ich habe Ihnen hier mal ein Luftbild aus Google Earth abgebildet und Sie sehen da versteckt zwischen den Bäumen, dass dort noch offensichtlich ein paar bauliche Reste da sind. Der Kollege Andreas Butter hat sich durch die Wildnis geschlagen und hat sozusagen dieses Foto rechts aufgenommen, wo man eindeutig sieht, es sind noch Ziegelbauten vorhanden, die, so denken wir auf jeden Fall, zu dem großen Barackenlager 5 gehören mussten. Diese sind jetzt aus Stein gefertigt, daher gehen wir davon aus, dass es eben wirklich Lagerräume waren oder vielleicht auch irgendwie Abortanlagen, irgendetwas, was ein bisschen dauerhafter sein sollte. Kommen wir noch zum Lager 6. Da haben wir nur schriftliche Berichte, dass das im April 1942 beschlossen wurde, dass eben gegenüber der Halle 6 an der Straße zwischen Rudow und Waltersdorf dieses Lager entstehen sollte. Der Bau beginnt dann im Januar 43, also ein Dreivierteljahr nach dem Beschluss, beginnt der Bau recht schleppend.
Und wird im August dann tatsächlich auch abgebrochen, weil es eine offizielle Verfügung gibt, dass alle Barackenbauten, die zu weniger als 80% fertiggestellt sind, stillgelegt werden sollten. Zu diesem Zeitpunkt waren, so heißt es in Monatsberichten, 4 große Baracken fertiggestellt. Und diese Baracken wurden tatsächlich im Dezember 1943 bei einem der Luftangriffe zerstört. Die Überlebenden wurden in das Lager 5 umgezogen, wo zu diesem Zeitpunkt ein enormer Platzmangel herrschen musste, wenn man sich das so vorstellt. Schaut man sich nochmal diesen städtebaulichen Maßstab der Lager an, wird deutlich, dass das Werksgelände quasi umrahmt wird von diesen Zwangsarbeitslagern. Und jedenfalls die Lager 1, 2, 4 und 6 einen sehr nahen Zugang zu den Werkseingängen hatten. Überlebende berichten vor allem von den Lagergrenzen. Es gab doppelte Stacheldrahtzäune und meterhohe Backsteinmauern, die das Geschehen nach außen abschirmten und eigentlich jeglichen Fluchtversuch verhinderten. Alle Eingänge waren mit Pförtnerhäusern markiert, teilweise gab es auch zusätzliche Wachtürme. Es gibt in unseren Unterlagen keine Hinweise darauf, welche Barackentypen wirklich eingesetzt wurden. Es könnten sowohl die üblichen RAD-Baracken gewesen sein oder der Standardtyp des Reichsluftfahrtministeriums mit der Bezeichnung RLM 50134. Dieser ist auch in Tempelhof zum Beispiel nachgewiesen worden, deswegen ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Beide Typen basieren aber auf einem modularen System, das heißt gleiche genormte Bauteile konnten kombiniert und so eben verschieden große und verschieden ausgestattete Baracken herstellen. Der Vorteil dieser Modulbauweise bestand natürlich in der Materialersparnis durch Massenfertigung, aber eben auch in der Möglichkeit des schnellen Aufbaus größerer Barackenlager, die natürlich von den Zwangsarbeitskräften selbst durchgeführt wurden, wie man sich das vorstellen kann. Aus Zeitzeugenberichten aus Schönefeld geht hervor, dass die Baracken selbst mit 2- oder 3-stöckigen Etagenbetten ausgestattet waren und im Winter ein kleiner Kohleofen als Heizung diente. Die Unterkunftsbarocken waren eigentlich aus Holz gefertigt und gegen Ende des Krieges in diesen Tarnfarben gestrichen. Ich habe hier mal ein Bild einer anderen Baracke, nicht in Schönefeld, mitgebracht, damit man sich das vorstellen kann. Die Funktionseinrichtungen, also Küchen, Baderäume und so weiter, waren auch zum Teil aus Stein, was eben diese heutigen sichtbaren Überreste in Lager 5 noch zeigen. Architekturhistorisch gehören die Lagerbauten ehrlich gesagt zu einem blinden Fleck in der Forschung. Es gibt eigentlich bisher kaum Untersuchungen zum architektonischen Aufbau der Konzentrations- und Arbeitslager im Nationalsozialismus. Wer nun den Lageplan genauer angeguckt hat, wird merken, dass ich dieses eine Lager noch etwas umschifft habe, das eben erwähnte A.L. Henschel in Halle 7. Seit 1944 wurden Häftlinge aus den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrück nach Schönefeld gebracht. Es ist möglich, das ist jedenfalls unter unserer Interpretation, dass eben aufgrund der Teilzerstörungen von Lager 4 und 6 entschieden wurde, dass die KZ-Häftlinge ein eigenes Lager innerhalb einer Produktionshalle, nämlich hier der Halle 7, bekommen. Hier zu sehen rechts ist ein Plan, eine Skizze, die Elsa Marquardt, eine der Aufseherinnen in diesem Lager, vermutlich Ende der 60er Jahre gezeichnet hat. Darin und auch aus Zeitzeugenberichten können wir nachvollziehen, dass dieses Lager Wohn- und Essräume hatte, eine Waschküche, eine Kücheneinrichtung mit Vorratsräumen sowie eine Arrestzelle und im Obergeschoss dann zunächst 150 Schlafplätze. Diese Schlafplätze waren aber im November 1944 wohl schon überbelegt. Bei Luftangriffen war es den Häftlingen erlaubt, den Keller der Halle oder den Schutzraum der Halle mitzubenutzen. Dieses Lager bestand bis kurz vorm Einmarsch der sowjetischen Armee am 21. April 1945. In dieser Nacht wurden die verbliebenen Gefangenen auf einen Todesmarsch nach Oranienburg geschickt.
Die Hensche Flugzeugwerke in Schönefeld waren keineswegs das einzige Großprojekt des Reichsluftfahrtministeriums im Großraum Berlin. Neben den Berliner Flugplätzen Gatow und Staaken sowie eben dem hier oben rechts auch gezeigten Zentralflughafen Tempelhof wurde das gesamte Umland von Berlin zu einer Rüstungsregion der neuen Luftwaffe. Dabei achtete das Ministerium aus Luftschutzgründen auf eine räumliche Streuung der Standorte. Überall entstanden Fliegerhorste, Flugschulen, Flugzeugwerke, Forschungseinrichtungen und ganze Werksiedlungen. Diese waren allerdings auf zeitgenössischen Plänen und Karten nicht eingezeichnet und quasi offiziell nicht existent. Das verstärkt nur die Tatsache, dass diese Werke Teil einer heimlichen Aufrüstung des Deutschen Reiches für den Zweiten Weltkrieg waren. Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Gebäude und ihre Gestaltung sowie die Anordnung der Bauten auf den Hensche Flugzeugwerken exemplarisch für die Industriearchitektur des Nationalsozialismus stehen. Diese kann man als modern, funktional, aber auch streng und vor allem monumental bezeichnen. Sie zeugen davon, dass der Industriebau keineswegs eine Nische der Architekten des neuen Bauens war, was häufig in der Forschung so vermittelt wird, sondern eben eine gestalterisch durchaus repräsentative Bauaufgabe mit großen Anlagen und einer charakteristischen Formensprache. Im Lauf des Krieges wurden alle diese Werke, ich habe hier oben links nochmal das Heinkelwerk in Oranienburg eingeblendet, durch bewachte und eingezäunte Barackenlager ergänzt. Hier entstanden Unterkünfte für Menschen, die als minderwertig diskriminiert wurden. Der ganze Großraum Berlins verwandelte sich in eine riesige Lagerlandschaft, so hat Harald Bodenschatz es auch in unserem Buch formuliert. Und die Hensche Flugzeugwerke ergänzten diese Landschaft eben im Südosten Berlins. Ich würde nun wieder zurück zu Christoph Bernhard geben, der uns noch ein bisschen was über die Arbeitsbedingungen und die Arbeitskräftepolitik in der Zwangsarbeit erzählen wird. Ja, vielen Dank, Stefanie, dann übernehme ich mal. Aber ich will doch noch mal mit Blick auf die Zeit etwas sorgenvoll fragen, ob wir jetzt schon sämtliche Zeitrestriktionen reißen, weil wir doch weiter fortgeschritten sind. Es gibt jetzt die Alternative, dass ich noch 2, 3 Folien sind es, mit einigen Bemerkungen zu unserer Sicht auf die Arbeits- und Lebensbedingungen fülle. Oder ja, Sie haben noch 4 Minuten, Herr Bernhard, dann beeilen Sie sich. Dann beeile ich mich und mache es sehr schnell. Danke, Herr Budras. Ja, also wirklich nur sehr, sehr, sehr stichwortartig. Die Spezialisten werden das meiste schon kennen. Ich verkürze es. Also bei Henschel sind dann im Sommer 1944 geschätzt 600 bis 900 Frauen und Mädchen, insbesondere aus dem KZ Ravensbrück, beschäftigt und dorthin gezwungen worden. Es gibt einen Hinweis, den ich interessant finde, von Dietrich Eichholz, dass auch aus Ungarn deportierte Juden über Auschwitz teilweise nach dem Henschel-Werk umgeleitet oder verbracht wurden und auch zu den Daimler-Benz-Motorenwerken in Genshagen. Wir haben dann die Zeitzeugenberichte mal versucht auszuwerten auf, sagen wir mal, die Hierarchie und Ungleichheit der Lebensbedingungen. Ich lasse das jetzt im Grunde weg, aber will natürlich kurz sagen, dass von den Arbeitszeiten der Frage Ausgang oder Nicht-Ausgang am Wochenende bis hin zur Möglichkeit, Päckchen zu empfangen, eben doch eine große Kluft war zwischen den Gefangenen oder Zwangsarbeitern aus den westlichen Ländern, insbesondere Niederlande und Frankreich, und den sogenannten Ostarbeitern. Hier rechts diese Arbeitskarte für die Frau Wanda Tworkiewicz. Ich springe jetzt nächste Folie. Da ist auch ihre Metallmarke mit dem P für Polen. Das werden hier die Spezialisten im Raum kennen. Natürlich sind die Berichte voll über, Erfahrungen mit Entzug von Essen durch die Aufseher, auch Entwendung
von Gewalt, Krankheit und Tod. Die eine Zeitzeugin spricht von zeitweise 30 Toten in einer Nacht, und zwar ohne Bombardierungseinflüsse. Prügel, Folter, Arrest wird oft berichtet. Und nicht weit entfernt im Westen liegt ja auch das sogenannte Ausländerkrankenhaus Malo, in dem vermutlich einige von den krank gewordenen Zwangsarbeitern dort waren. Die Leichenhalle im Lager 5 hat, glaube ich, Stefanie Brünenberg erwähnt. Und es gab ja auch einen eigenen sogenannten Friedhof für Ostarbeiter. Also das war natürlich eine Landschaft auch von Krankheit und Tod. Und es gibt mehr Zeitzeugenberichte dazu, aber auch einzelne Hinweise auf Proteste, etwa ungarische Arbeiter auf Flucht von französischen Arbeitern aus dem Henschel-Lager und sogar von einem politischen Protest, dem Singen der Marseillaise an einem französischen Nationalfeiertag. Das sind teilweise etwas verstreut dokumentierte Erfahrungsberichte, teilweise aus der französischen Literatur. Ich kürze es eben jetzt ab und komme zur letzten Folie. Die Arbeiterinnen wurden dann teilweise verlagert nach der Bombardierung, etwa auch wieder nach Genshagen. Und zusammengenommen ergibt sich eben der Eindruck, dass es eine Art Landschaft der Zwangsarbeit gab rund um Schönefeld im Osten nach Johannisthal. Dort sind dann auch nach der Bombardierung teilweise Zwangsarbeiterinnen zum Pendeln zwischen Schönefeld und Johannisthal, Unterkunft und Werk, Werksarbeit gezwungen worden, über das Ausländerkrankenhaus Malo bis hin nach Genshagen, eben wenn sie dann verlegt wurden. Und die Nachkriegsgeschichte spare ich mir jetzt. Sie sehen rechts den Plan. Alles, was lila ist, ist abgerissen worden. Das hat die Frau Brünenberg schon gesagt. Das sind die Demontagen. Und die Nachgeschichte dann mit dem Zentralflughafen der DDR auf, grob gesagt, dem Gelände mit verschiedenen Dislozierungen lasse ich jetzt. Und auch auf eine Bilanz verzichten wir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit vorläufig. Und dann gebe ich jetzt wirklich an Herrn Butras. Ja gut, also der weitere Ablauf ist jetzt so, dass ich versuchen werde, einen ganz knappen Kommentar zu dem Buch zu sprechen und dass wir dann wir drei miteinander ein Gespräch beginnen, wo ich dann versuchen werde, einige Fragen aus dem Chat mit einzubringen. Also ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Ich werde das jetzt auch versuchen, knapp zu halten. Also ich habe eigentlich zwei Kommentare, zwei Fragen, ein großes Lob und eine kleine Kritik. Und um das einzuordnen, muss ich ganz kurz mal auf etwas eingehen. Das ist das, ich nenne das einfach jetzt mal das Luftfahrtnarrativ. Also wenn man das hier, was bei Henschel passiert, grob einordnen will, muss man eben auf die gesamte Luftfahrt gucken oder die gesamte Luftfahrtindustrie in der Zeit zwischen 1933 und 1945 und jetzt ganz speziell mit der Zwangsarbeit. Und es ist so, also es gibt diese berühmte Zahl. Da kann man drüber streiten. Also Mitte Juli 1944 gibt es in Deutschland ungefähr 7 Millionen Zwangsarbeiter. Von diesen 7 Millionen arbeitet 1 Million in der Luftfahrtindustrie. Das heißt, die Luftfahrtindustrie ist mit Abstand der größte Nutzer von Zwangsarbeit überhaupt im gesamten Deutschen Reich. Das heißt, und diese Industrie ist so belastet, dass die Alliierten 1945, also faktisch direkt nach der Kapitulation, beschließen, die Deutschen werden nie wieder Flugzeuge bauen. Flugzeugbau wird in Deutschland für immer verboten sein. Und das ist natürlich für diese Flugzeugbauer, die im Nationalsozialismus groß geworden sind, ausgesprochen schwierig. Das heißt, sie müssen in irgendeiner Weise eine Möglichkeit finden, sich zu rechtfertigen. Und sie erfinden ein Narrativ. Und da schließt gleich meine kleine Kritik an. Also dieses Narrativ läuft so. Das fängt an mit der Autobiografie von Ernst Heinkel und er führt das eigentlich schon so, dass er sagt, naja, wir haben eigentlich mit der Produktion gar nichts zu tun gehabt. Ja, also die Produktion, das war irgendwie das Reichsluftfahrtministerium, das waren nicht wir. Wir waren eigentlich die kleinen Flugzeugbauer, die Flugzeugtypen gebaut haben. Und dieses Narrativ ist so mächtig und auch letzten Endes so erfolgreich, dass die Luftfahrtindustrie bis zum heutigen Tag sich weigern kann, überhaupt über die Verbrechen in der Industrie zu diskutieren. Also wir haben
Darstellung von Daimler-Benz und BMW, die gehören in den 30er Jahren und 40er Jahren zur Luftfahrtindustrie. Aber Airbus weigert sich bis zum heutigen Tag überhaupt darüber zu diskutieren. Und das liegt an diesem Narrativ, das ist so tief verankert. Flugzeugbauer wie Messerschmitt und Heinkel bauen eben ihre genialen Flugzeuge. Und mit der Produktion hatten wir nie etwas zu tun. Und das funktioniert ganz einfach so, dass die Produktion in den einschlägigen Darstellungen überhaupt nicht erwähnt wird. Deswegen ist eben dieses Buch so wichtig, dass mal gezeigt wird, Flugzeugbau ist nicht Typenentwicklung, sondern ist in erster Linie eine riesengroße Produktion mit mehreren Millionen Menschen für die Luftwaffe. Und das ist im Grunde der Kern der gesamten Rüstungsanstrengungen des Deutschen Reiches. Und Sie können sich jetzt natürlich rechnen, schon ausrechnen, wo meine Kritik liegt. Sie fallen natürlich so ein bisschen auf diese Typengeschichte rein. Also es heißt, dieser Henschel 123 und 126 und 129 und wie sie alle hießen, die sind eigentlich gar nicht so wichtig, sondern Henschel ist in erster Linie ein großer Produzent von Lizenzflugzeugen. Und das liegt an der Unternehmensstrategie. Also Oskar Henschel versucht schon 1932, das haben Sie ja gesagt, Herr Bernhard, in die Flugzeugproduktion hineinzukommen, weil er glaubt, da ist sowas wie der Modernisierungsimpuls für die moderne Zeit. Er will Flugzeuge bauen oder er will in diesen Flugzeugbau hinein, weil das die Industrie der Zukunft ist. Und das ist wichtig, dass er das schon 1932 macht. Er springt also nicht auf diesen Zug auf. Es gibt sowas wie eine Ausdehnung der Flugzeugproduktion, da ist eine Menge Geld zu verdienen und dann verdiene ich das Geld und dann mache ich was anderes. Sondern er versucht, also die Strategie von Henschel, und das ist wirklich ein Fest für Unternehmenshistoriker, weil sich das durch die ganze Zeit zieht, ist, er versucht Fett anzusammeln, um sowas wie eine Zukunftsindustrie oder so eine Zukunftsbranche zu entwickeln. Und da ist es eben dann auch gar nicht so wichtig, dass Henschel eigene Flugzeuge baut. Also es ist eher so eine Statussache. Henschel ist eins von sechs Unternehmen, dass das überhaupt darf, eigene Flugzeuge konstruieren bis 1939. Und deswegen geben sie diesen Status nicht auf, weil darunter sind die Firmen, die keine eigenen Flugzeuge überhaupt entwickeln dürfen. Und das ist für Henschel ganz wichtig. Was das große Lob für Ihre Darstellung ist dies, dass Sie eben zeigen, und das hat Frau Bühnenberg ja auch sehr schön gezeigt, dass eben die Hauptstadt der Luftfahrt in Deutschland ist nicht München oder sind nicht sozusagen da, wo Messerschmitt und Heinkel und sowas sitzen, sondern die Hauptstadt ist Berlin. Frau Bühnenberg hat ja am Anfang diese Karte gezeigt von den ganzen Standorten, über die Henschel nachgedacht wird, also insgesamt 19, wenn ich mich recht entsinne. Alle diese Standorte werden in irgendeiner Weise von anderen Firmen entwickelt. Also um so ein Beispiel zu nennen, allein im Kreis Teltow hätte sich 1945 aussuchen können, welchen Flughafen er nimmt, der da entwickelt ist, um ihn auszubauen. Und meine Frage an Herrn Bernhard ist, gerade weil Sie das eben so sehr schön herausstellen, wieso dauert das eigentlich so lange, dass in Berlin klar wird, dass Berlin die Luftfahrtstadt ist? Also ich habe als Vorbereitung jetzt auch für heute den Beitrag von Christoph Kreuzmüller in dem Band gelesen, den Sie ja auch mitgeschrieben haben. Und bei Kreuzmüller ist es so, ja, Berlin ist nach wie vor Elektropolis und Berlin, da gibt es eben eine ganze Menge Rüstung und Luftfahrt ist so ein bisschen unter ferner Liefen. Und was ich mich gefragt habe, ist also, wieso hat das in Berlin so lange gedauert, dass man diese Geschichte wahrnimmt? Also diese Unternehmensstrategie von Henschel, um dann jetzt ein bisschen auf die kleine Kritik zu kommen, geht eben nicht auf Flugzeugtypen, sondern Henschel will, also während dieser ganzen 30er Jahre tatsächlich dieses Modernisierungsprogramm, also Produkte für die Zukunft hervorbringen, und da ist diese Fertigungstechnik steht im Zentrum. Und 1940, also 1940 ist ja nach der Niederlage Frankreichs, gibt es ja sowas wie eine Zeit, wo man glaubt, der Krieg sei vorbei. 1940 entschließt Henschel sich eben Herbert Wagner einzukaufen, der wahrscheinlich einer der profiliertesten deutschen Wissenschaftler zu dieser Zeit ist. Und dieser Herbert Wagner kriegt im Grunde sowas wie Mittel, um ein Zukunftsprojekt oder ein Zukunftsbüro aufzubauen, die Abteilung F. Und da wird dann eben Zuse eingestellt, weil Zuse eben das Konzept für einen Computer hat. Also bei Henschel werden unendlich viele Sachen gemacht, die alle sowas wie also so ein Silicon Valley in Schönefeld, wenn man so will. Die müssen natürlich in irgendeiner Weise für die Rüstung ausgewiesen werden. Also das heißt für diese Lenkwaffen und andere Sachen. Aber es geht eigentlich darum, also Herbert Wagner sammelt junge Leute,
die große Ideen haben und bringt die nach Schönefeld, um die dann da an dieser Zukunft arbeiten zu lassen. Und der große Vorteil für diese jungen Leute ist natürlich, dass sie vom Wehrdienst freigestellt werden. Also das heißt, wenn Suse nicht zur Abteilung F gekommen wäre, dann wäre wahrscheinlich in irgendeinem Massengrab an der Ostfront geendet. Und deswegen wird das natürlich als Rüstung ausgewiesen, weil man sie sonst nicht vom Kriegsdienst freistellen kann. Ich betone das deswegen, und das ist jetzt sozusagen auch die kleine Kritik, weil ich die Geschichte dieser Halle 7 etwas anders sehe. Also ich habe das ja vor 30 Jahren aufgeschrieben, diese Geschichte der Halle 7. Und man muss dazu die Vorgeschichte kennen. Also in 1943 wird Henschel, wie die meisten anderen Luftfahrtunternehmen, von einer Umstellung der Luftfahrtindustrie ergriffen, die natürlich bei dem Stand des Krieges einleuchtend ist. Das heißt, die deutsche Luftfahrtindustrie stellt sich von Bombenflugzeugen auf Jachtflugzeuge um. Und Henschel baut so bis zu diesem Zeitpunkt nur Bombenflugzeuge und sichert sich aber in diesem Umstellungsprozess eben diesen Auftrag auf die linke Tragfläche der Bf 109 eines Jagdflugzeugs. Das ist zentral wichtig, weil klar ist im Herbst 1943 und erst recht im Frühjahr 1944, dass das Deutsche Reich oder die Luftwaffe keine Bombenflugzeuge mehr produzieren kann. Und man kann so ein Bombenflugzeug produzierendes Unternehmen wie Henschel nicht einfach auf ein Jagdflugzeug umstellen, also auf die Jagdflugzeugproduktion umstellen. Es geht gerade mal der linke Flügel der Bf 109. Und Henschel macht das so, dass sie eben das tatsächlich als Ausweis ihrer produktionstechnischen Fertigkeiten zeigt. Also das heißt, dieser Flügel wird in Fließbandproduktion hergestellt. Und das ist im Grunde, also nach einer gewissen Zeit, also bis zum Sommer 44 wird klar, dass sämtliche Bombenflugzeuge gestoppt werden. Das ist im Grunde für diese 15.000 Leute, die zu diesem Zeitpunkt dann noch arbeiten, am Ende der einzige Auftrag, den dieses Unternehmen noch hat. Und das Spannende ist, dass der Henschel, also der Auftrag ist so wichtig, dass Henschel schon im März 1944 in die Lage kommt, dass dieser Tragflügelproduktion nach Untertage verlagert werden soll. Und diese Untertageproduktion, also für der sich mit Zwangsarbeit auskennt, ist eben das Brutalste und Mörderischste, was in der deutschen Kriegswirtschaft stattfindet. Und was mich an Henschel so besonders interessiert hat, ist, Hormel, also der Werksdirektor, schaut sich diese Untertageproduktion oder die vorgesehene Werkstätte an in Stassfurt, das ist heute in Sachsen-Anhalt. Das ist ein Bergwerk, 500 Meter unter Tage. Und nachdem er sich das angeschaut hat, geht er zu Oskar Henschel und Oskar Henschel sagt zum Reichsluftfahrtministerium, das machen wir nicht. Und das ist der einzige Fall, den ich kenne, wo ein Unternehmen im Jahr 1944 sagt, wir verweigern uns einer bestimmten Produktion, weil das so menschenunwürdig ist. Selbst um den Preis, dass dafür der einzige Auftrag, den das Unternehmen noch hat, aufgegeben wird. Und das Reichsluftfahrtministerium macht es erstaunlicherweise mit und sagt dann, gut, wenn ihr nicht nach Untertage wollt, dann kriegt ihr das KZ in Halle 7. Dann holt ihr euch diese Produktion in euer Werk hinein und ihr könnt es im Wesentlichen selber bestimmen. Das ist natürlich, das ändert natürlich überhaupt nichts daran, dass es grauenvoll war, was da stattgefunden ist in Halle 7. Nur verändert das natürlich unseren Blick auf die Henschel Flugzeugwerke. Und man soll das nicht aufrechnen, und ich mache das jetzt auch nur mündlich, ich würde sowas nicht schreiben. Aber es ist tatsächlich so, also Frau Brückenberg ist da ja kurz drauf eingegangen und auch Herr Bernhard. Also nach allem, was wir wissen, kommt im KZ in Halle 7, sind also direkt niemand um. Es werden vier Frauen, Herr Bernhard hat es ja erwähnt, ausgemustert und also beziehungsweise sie werden nach Ravensbrück zurücktransportiert. Wir können annehmen, dass diese vier Frauen zu Tode gekommen sind. Das ist natürlich die schreckliche Annahme, die wir machen müssen. In dem Bergwerk in Stassfurt, das dann von Heinkel besetzt wird und nicht von Henschel, kommen im selben Zeitraum von 700 Leuten mindestens 94 um. Die Schätzungen gehen aber bis 380 Tote, also etwa 50-prozentige Todesrate. Das heißt, Henschel hat sich im Grunde durch die Entscheidung, sich zu verweigern, und ich würde sagen, das wirft ein ganz anderes Licht auf dieses Unternehmen, durch die Entscheidung, sich zu verweigern, sagen wir mal so, sich das schon erspart, viel, viel tiefer in die Verbrechen verwickelt zu werden, als es ohnehin verwickelt war. So, das war mein Kommentar.
Und jetzt würde ich sagen, machen wir einen kurzen, also ich weiß nicht, eine kurze Replik. Ich habe ja auch eine Frage gestellt, beziehungsweise ich lasse jetzt mal ein Video an Herrn Bernhard und dann von Brünninghaus. Und dann schaue ich jetzt gerade auf den Chat, dass ich dann gleich die Fragen aufnehme für die weitere Diskussion. Ja, dann fühle ich mich angesprochen und aufgefordert, kurz zu reagieren. Herr Boudras, Sie bringen im Grunde genau das, wie soll ich sagen, das, was bei unserer Forschung tatsächlich fehlt und was wir aber auch nicht machen konnten, weil wir praktisch wirklich ausgehend von diesem Auftrag uns diese räumliche und nicht so, wie Sie sich mit Recht gewünscht hätten, sozusagen diese Industrie- und unternehmensgeschichtliche Perspektive so vertiefen konnten, dass wir genau auf diese spannenden Fragen hätten eingehen können, die Sie jetzt mit Recht aufgeworfen haben. Das heißt, und das ist eine kleine sozusagen notdürftige Erklärung, weil Sie an der am Festhalten dieses Narrativs oder an der Übereinstimmung mit dem Narrativ, was Sie am Anfang nannten, darauf abgezielt haben. Wir haben sozusagen diese zerstörerische Wirkung der Flugproduktion und der Bombenproduktion ja in einem eigenen Kapitel, was wir jetzt nicht besprochen haben heute, anhand der Zerstörung, die diese Flugzeuge in anderen europäischen Städten angerichtet haben, sozusagen sehr deskriptiv, zumindest in die Darstellung einbezogen. Das ist so etwas, die vielleicht sozusagen die Erklärung, aber natürlich, da haben Sie völlig recht, kann man und sollte man diese Frage der Modellproduktion, der Komponentenproduktion, der Modernität auch von Henschel noch in anderer Weise sozusagen auf den Punkt bringen, als wir das da machen konnten. Auch für die zweite Frage, und das will ich vielleicht sogar schon dabei belassen, die Sie aufgeworfen haben, warum ist die Forschung so spät im Grunde auf Berlin als Zentrum der Luftrüstungs, also praktisch gekommen. Und ich kann nur sagen, immerhin, ja, mir sind natürlich die führenden Kollegen Christoph Kreuzmüller und auch Rüdiger Hartmann sehr eng bekannt. Ich müsste die Frage an die weiterreichen, weil es ist und die haben ja Wirtschaftsgeschichte Berlins gemacht und auch im Nationalsozialismus. Und die sind dann aber auf die Deutsche Arbeitsfront gegangen oder auf die Enteignung jüdischer Unternehmer, die wir ja hier in der Luftfahrtindustrie nicht in dem Maße haben wie in anderen Branchen. Also insofern wäre das praktisch vielleicht wirklich ein Thema für ein eigenes Kolloquium. Und es ist ja in gewisser Weise erstaunlich, dass jetzt auch die Henschel-Untersuchung, die wir gemacht haben, von dem Städtebauhistoriker Harald Bodenschatz angestoßen wurde, muss man sagen, der aber genau, was Sie auch sagen, diese flächendeckende Zwangsarbeiter- und Luftrüstungslandschaft in und um Berlin eben wahrgenommen hat von der baulichen Seite. Wir könnten ja auch über Heinkel in Oranienburg sprechen. Das hat eine mindestens ähnliche Dimension. Und viele, viele weitere, Genshagen habe ich erwähnt. Also es wäre mal buchstäblich ein größeres Forschungsprojekt wert. Und ich will es dabei belassen. Und vielleicht haben ja andere Kommentatoren und Frau Grünberg, Stefanie, du noch weitere Antworten oder Kommentare. Ja, vielen Dank, Herr Boudras, für den Kommentar. Und ich habe da auch gar nicht viel zu ergänzen, außer dass Ihre Erläuterung zur Entstehungsgeschichte dieses KZ-Lagers mir absolut einleuchtend klingt. Ich glaube, da sind es die disziplinären Unterschiede, die da die Interpretation machen. Und mir war, Ihr Aufsatz ist mir natürlich bekannt und wie Sie es erklärt haben, und ich hatte aber irgendwie gerade immer in den Monatsberichten viel das Gefühl, die hatten schon auch zu kämpfen mit den Zerstörungen durch die Luftangriffe und hätte da schon diesen Interpretationsversuch gewagt. Ein Wort noch dem Umgang mit diesen Stollenbauten. Tatsächlich hat auch Henschel im, ich glaube, Frühjahr 1944 angefangen, Stollen zu bauen. Ich weiß leider nicht, wie weit sie gekommen sind
und wo die waren, aber sie haben es im Plan gehabt. Also es steht in den Bauberichten mit drin, was es ja nicht besser macht, sage ich mal. Nein, aber so leicht lasse ich Sie nicht vom Haken. Also der Punkt bei der ganzen, ich habe jetzt keine Frage, sonst wäre ich schon rübergegangen. Also der Punkt ist natürlich, alle Unternehmen verlagern sich so ein bisschen. Ja, aber diese Untertageverlagerung nach Stassfurt, also in Salzbergwerk, wo nebenbei die Salzproduktion noch weitergeht, das ist eben ganz ungewöhnlich brutal. Und das Ganze steht unter der Leitung von Hans Kammler, der nun also im Grunde eigentlich der Name für die Brutalität im Umgang mit Zwangsarbeitern ist. Also diese typischen Strafen, dass er bei Vergehen jeden zehnten Zwangsarbeiter erschießen lässt und solche Sachen. Ja, und für mich war das ganz spannend, weil wir konstruieren ja immer so diese Idee, die Unternehmer, die machen einfach alle mit und sie sind alle schuldig und auch die dabei gewesen sind. Also bei Ihnen klingt das ja so ein bisschen durch. Wieso kriegt Konrad Zuse das Bundesverdienstkreuz? Ja, aber es gibt eben Unterschiede. Und wenn ich finde, dass jemand wie Walter Hormel sich das vor Ort anguckt, in 500 Meter Tiefe und sagt, das machen wir nicht, das ist menschenfeindlich. Das ist selbst unter den Bedingungen, in denen wir jetzt arbeiten, dann ist das eine Erwähnung wert. Ja, dann kann man nicht einfach so sagen, naja, Henschel ist genauso wie ein Unternehmen wie alle anderen, die quälen halt Zwangsarbeiter und dann am Ende gibt es irgendeinen Marsch wohin, wo dann noch ganz viele sterben. Da gibt es eben diesen Unterschied, den ich heraushaben wollte. Und dann an Bernhard nochmal, naja, das ist aber jetzt eigentlich nicht Unternehmensgeschichte und sowas, sondern das ist natürlich Stadtbaugeschichte. Also das heißt, Lippert, also der Stadtpräsident von Berlin, beschwert sich seitenlang darüber, dass die Luftfahrt ihm im Grunde alles kaputt schlägt. Das heißt, die Handwerker gehen, die Handwerksbetriebe gehen ein, weil die Handwerksbetriebe oder die Betreiber gehen in die Luftfahrtindustrie. Das heißt, die gesamte Industriestruktur Berlins wird komplett umgebaut, einschließlich natürlich der Wohnbauten. Und wir tun immer so, dass wir sagen, ja, es gibt da ein Werk, das ist natürlich alles irgendwie Rüstung und danach vorbei. Aber Berlin wird fundamental verändert durch die Luftfahrt. Und das, was Frau Deckwert eingangs angesprochen hat, also diese große Nachfrage nach ihrem Buch, erkläre ich mir so, das ist eben auch nicht besonders, es gibt es an anderen Standorten auch, dass es nach 80 Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs oder 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, da immer noch Erinnerungen und Geschichten gibt, die nicht beantwortet sind von den Leuten, die an diesem Prozess beteiligt waren. Und wir Historiker, aber eben dann auch die Leute, die sich hauptsächlich mit Berlin beschäftigen, haben sich darum nicht gekümmert. Und das ist das, was ich, ausgesprochen, also auch spannend an der Rezeption Ihres Buches finde. So, jetzt habe ich eine Frage. Eine Frage an Herrn Kammler. Der ist nicht hier. Also mein Name ist Buders, aber das ist jetzt eigentlich nicht zum Thema. Wie sieht die Aufarbeitung bei der Lufthansa aus? Ist zum Beispiel der Zugang zu allen Archiven gewährt? Ja, der Zugang zum Lufthansa-Archiv ist gewährt. Die Aufarbeitung bei der Lufthansa ist eine ganz spezielle Geschichte, die würde jetzt aber ein bisschen länger dauern. Wo es ein Problem gibt, und das hat auch so ein bisschen mit Change zu tun, ist dies, dass Airbus weigert sich. Also alle ehemaligen Luftfahrtunternehmen gehören heute zu Airbus, mehr oder weniger. Und man kommt in das Airbus-Archiv nicht hinein, wenn man verdächtigt ist. Also ich bin noch nie da gewesen und ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit diesem Thema. Also von daher, Airbus ist das Problem. Und das hat was mit Henschel zu tun, weil diese Reetablierung der Luftfahrtindustrie führt natürlich dazu, dass auch die Henschel-Leute wieder sozusagen in Rang und Würden bekommen. Und der Name ist noch nicht gefallen. Der technische Direktor von Henschel ist ein gewisser Karl Friedag. Und dieser Karl Friedag ist der Vater des Airbus. Also wir haben, Henschel ist überall. Und darüber wird sozusagen von der Luftfahrt, die Airbus weigert, bis zum heutigen Tag darüber zu reden. Vielleicht darf ich ganz kurz, Herr Budras, nochmal, weil Sie nachgehakt haben, nochmal die zwei Punkte ansprechen. Wobei der eine, dass wir diese Aufarbeitung der Luftfahrtindustrie und ihrer vor allem auch stadtstrukturell baulichen Tätigkeit bis hin natürlich in die
Arbeitsverhältnisse oder Arbeitskräftepolitik, die ja auch sehr wichtig ist. Das haben wir nicht, aber das kann ich mehr als im Kopf behalten. Was Sie sagten zur Beurteilung von Oskar Hentschel, wir haben immerhin in dem Buch, muss ich zu unserer Verteidigung anbringen, genau Ihren Hinweis, den wir auch bei Ihnen nachgelesen haben, dass Hentschel sich sozusagen gegen diese Verlagerung nach Staßfurt entschieden hat, mit aufgenommen, worauf allerdings dann am Ende, wenn wir jetzt das vertiefen würden, und dazu bräuchte ich mehr Sachkenntnis, worauf ja Ihre Frage hinausgeht, ist, was waren die Motive? Sie haben sogar humane Motive angesprochen bei Hormel. Man könnte auch überlegen, ob es Motive der Arbeitskrafterhaltung, der Arbeitskraftschonung, der Arbeitskraftsicherung sind. Das wäre ja nochmal ein anderes Motivbündel. Und man müsste natürlich so eine Entscheidung in Bezug setzen zu den vielen Toten, die es außerhalb der Halle 7 wohl gegeben hat, also unter den anderen Zwangsarbeitern, und auch zu dem mörderischen Geschäft der Luftwaffenproduktion, das ja Hentschel sozusagen ohne Gewissensbisse offensichtlich betrieben hat. Das heißt also, ja, Sie haben natürlich völlig recht, aber mit Ihrer Forderung machen Sie die Diskussion im Grunde erstmal auf. Denn so ganz direkt zu sagen, Hentschel ist jetzt sozusagen eher auf der nur halb schlimmen Seite, da hätte ich ein bisschen Diskussionsbedarf. Okay, also ich meine, ich kann auch nur noch mal die Teilnehmer jetzt hier auffordern, anzustellen, dass wir das jetzt nicht so ein Ping-Pong machen, aber wir neigen natürlich dazu, das Problem mit dieser ganzen Zwangsarbeiterdiskussion ist ja, dass wir tatsächlich eigentlich Unterschiede einebnen, ja. Also da kommen immer, also was hier bei Ihnen jetzt und bei Frau Wohlenberg stark war, da kommen Zahlen, ja, 5.000 Russen, Sowjets oder sowas von 15.000, was bedeutet das? Natürlich, also es gibt, natürlich kommt es bei Hentschel zu Disziplinierungsmaßnahmen, es werden Leute hingerichtet, ja, also Leute werden eben ausgeliefert an den Staatsanwalt wegen bestimmter Vergehen. Das kommt in anderen Unternehmen vor, aber wo es ankommt, ist zu gucken, also wie verhalten, also gibt es, wo sind denn die Unterschiede zwischen den Leuten, also dass wir dieses Thema nicht einfach so dann also auch sterilisieren. Das ist das, worauf es ankommt. Da haben Sie völlig recht. Es geht um eine Tätertypologie ein Stück weit auch. Oder nicht Typologie, aber Differenzierung. Genau, eine Differenzierung. Vor allen Dingen deswegen, weil natürlich diese Leute nach 1945 eben, also Friedag ist das allerbeste Beispiel, im Amt und Würden geblieben sind. Ja. Ich sehe nach wie vor keine Fragen. Frau Münberg. Hier ist tatsächlich eine Frage im Raum. Das ist ja ganz praktisch. Ich glaube, Sie können einfach reden, oder? Das wird gehen. Ich war Anfang der 90er Jahre Mitarbeiter im Stadtmuseum in Kassel und wir waren ganz am Rande mit der Hentschel-Geschichte auch beschäftigt. Da sind wir damals, und das wäre jetzt sozusagen auch nochmal mein Hinweis oder meine Frage, auf Berichte gestoßen, Anfang der 90er Jahre, wo berichtet wurde, dass insbesondere von der Stammbelegschaft im Lokomotivwerk in Kassel immer wieder in den Jahren 43 bis 45 Verbesserungen für Zwangsarbeiter im Lokomotivwerk durchgesetzt wurden. Kann das sozusagen auch zu dieser Entscheidung, nicht nach Staßfurt zu gehen, vielleicht auch geführt haben, dass sozusagen man diese Erfahrung hatte mit der Stammbelegschaft, könnte es in gewissen Punkten immer wieder Probleme geben? Werner. Also, habe ich Sie richtig verstanden? Ich kann dazu nichts sagen, außer dem Hinweis, der aber in eine etwas andere Richtung geht, dass mir eine verstreute Literaturstelle mit auch Rückverweis auf Akten bekannt ist, nach der
Henschel sogar in seinem Stammwerk in Kassel sozusagen aufgrund von Differenzen mit Gauleitung und so nicht mehr in der gleichen uneingeschränkten Position als, ich weiß nicht, Vorstand des Unternehmens tätig war. Also als ob es dort tatsächlich auch Reibereien gegeben hätte zwischen diesem Oskar Henschel und den dortigen Nazi Gauleitung und so weiter. Das ist jetzt nicht wirklich eine Antwort auf Ihre Frage und ich will mich da jetzt auch nicht für die Hand ins Feuer legen, aber es spricht dafür, dass es dort sozusagen eine ziemliche Gemengelage und vielleicht auch noch weiteren Diskussions- oder Klärungsbedarf gibt. Frau Wennberg, haben Sie noch weitere Fragen? Wir sind jetzt im Grunde schon fast über die Zeit. Ich habe weder Fragen noch Ergänzungen dazu. Wie gesagt, ich denke, da sind die Experten hier schon zu Wort gekommen. Okay. Ich weiß nicht, ob noch mal vielleicht, also wir verbleiben dann, würde ich sagen, wir verbleiben dann mit dem immer gleichen Hinweis. Es ist noch viel zu tun. Die ganze Geschichte ist noch nicht erforscht. Also nochmal, also von mir aus jetzt auch den ganz herzlichen Dank an Herrn Bernhard von Brünnberg für die Vorträge heute. Auch vielen Dank für das Buch, das Sie geschrieben haben. Und ich wünsche, also dass diese zweite Auflage, und ich werde das, also es ist wegen spannend, das zu verfolgen, wie groß tatsächlich der Verkauf für dieses Buch ist, weil es offensichtlich eine Lücke gibt. Möglicherweise sogar vor Ort, dass man eben endlich mal wissen will, wo diese komischen Ziegelbauten, wieso diese komischen Ziegelbauten da rumstehen, die niemand mehr nutzt. Also von daher darf ich Ihnen ganz herzlich danken. Auch allen Zuschauern, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, die ich jetzt also hier vielleicht im Chat gesehen habe, und wünsche Ihnen allen dann noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Ja, vielen herzlichen Dank.